Hallo und herzlich willkommen zum Numerologie-Kalender von und mit Brunhilde Feiner. Heute siehst du den Zeitcode Schlüssel 9, 1 und 8 und was das bedeutet, erkläre ich dir gleich. Es ist so, dass jeder Tag auch eine Qualität, eine Energie besitzt, auch jeder Monat und auch jedes Jahr. Und damit wir ja, unsere Zeit, unsere Pläne nicht nur nach einem Datum ausrichten, sondern auch eben die Energien mit berücksichtigen, die dahinter stecken. Ja, machen wir jeden Tag hier diesen Numerologie-Zeitcode-Schlüssel, um uns auch überhaupt daran gewöhnen. Das ist natürlich erstmal sehr ungewöhnlich, auch ganz verständlich, doch mit der Übung verstehen wir langsam, dass hinter allem Materiellen ein geistiges Prinzip steckt und auch hinter dem Thema Zeit. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel das Jahr 2016 nimmst, dann hat dieses Jahr eine Energie, die durch die neun, die Bedeutungen der neun wiedergespiegelt wird. Das Jahr 2017, was sich schon langsam ankündigt, hat dann die Energie der 1. Und so empfehle ich dir, dass du jetzt, wenn du längerfristig planst, über einen Zeitraum von 9 Jahre hinweg, wir haben ja oft Langfristpläne, Mittelfristpläne, Kurzfristpläne. Und bei deinen Langfristplänen bereite dich schon mal auf das Einserjahr vor. Das Einserjahr 2017 also steht dafür, Neues zu beginnen, neue Dinge anzufangen. Und die neuen Dinge, die du nächstes Jahr anfangen willst, plane die, dass du die spätestens nach 9 Jahren, nach einem kompletten Schöpfungszyklus sozusagen zum Abschluss bringst. Damit du aber frei etwas Neues beginnen kannst in 2017, solltest du diese Bereiche, die du noch nicht zu Ende gebracht hast in den letzten Jahren, die du aber auch in 2008, was wieder ein Einserjahr war, gestartet hast, oder wenn du auch später mit etwas angefangen hast, alles, was quasi du in deinem Rucksack noch mit dir herumträgst und wo du weißt, irgendwie, das muss jetzt mal zu einem Punkt kommen, das muss zu einer Vollendung kommen, damit du es aus deinem Rucksack dann herausnehmen kannst, dass es keine Last mehr für dich ist, dass du es auf den Tisch stellst und unter der Rubrik erledigt ablegst, um dann eben mit einem freieren Rucksack in das Jahr 2017 in ein Einserjahr hineinzugehen. Je mehr alten Ballast du unerledigt mit dir hineinnimmst in das neue Jahr 2017, wo es um Neubeginn und etwas Neustarten geht, je schwerer wirst du dich tun, tatsächlich neue Projekte anzuleiten für dein Leben. Also diese Jahresqualität, du siehst schon, das ist wirklich für die langfristigen Pläne ausgerichtet. Nun ist nicht alles nur in Langfristplänen zu sehen, sondern wir brauchen auch die mittelfristigen Pläne und die betrachten wir anhand der Monatsenergien, anhand der, ja, Qualitäten eines Monats. Und da, ich hatte ja schon gesagt, du wirst schon ein Stück weit auf 2017 eingestimmt, ist es so, dass der Monat Oktober in diesem Jahr jetzt durch die 1 repräsentiert wird. Und da habe ich ja schon viel gesagt. Die 1 steht eben für Neuanfang. Alles, was du jetzt neu starten willst, neue Projekte, was du neu beginnen willst, was auch immer das sein mag, es geht hier nicht um Bereiche. Das ist die Energie, die dir jetzt zur Verfügung steht. Es ist die Energie des Anfangs. Und du kannst sie dort nutzen, wo du eben etwas Neues beginnen möchtest. So, und dann gehen wir noch weiter runter. Wir machen dieses Feld jetzt noch kleiner, gehen auf die Unterunterebene sozusagen. Und das kleinstmögliche Feld hier wäre jetzt die Tagesenergie. Und da sind wir bei der 8, weil wir haben natürlich auch diese ganz kurzfristigen Ziele. Und hier können wir uns an den Tagesenergien richten. Und der heutige Tag wird von der 8 dargestellt. Und bei der 8 geht es eben um materielle Errungenschaften, harte Arbeit, Erfolg, Karriere, Ansehen, alles, was damit zu tun hat, ist an diesem heutigen Tag gut aufgehoben. Wie du siehst, ich gebe gar nicht so viele exakte Beispiele, mach dies oder mach das, sondern mir geht es mit diesem Zeitcode-Schlüssel darum,
dass du tatsächlich einfach die Qualitäten, die Energien hinter diesen Zahlen verstehst, das geistige Prinzip hinter der Zeit verstehst, um es dann in deinen Alltag nach und nach zu integrieren. Und da ja jeder woanders die Qualitäten anwenden möchte, müsste ich ja, was weiß ich, 100 Beispiele geben, damit sich jeder auch angesprochen fühlt. Wenn du hingegen aber wirklich die Qualitäten in dich aufnimmst und anfängst, damit für dich zu arbeiten und zu experimentieren, dann wirst du sehen, dass es reicht, eine Qualität zu kennen, eine Energie, die Bedeutung der Zahlen zu kennen, die Bedeutung der energetischen Zahlen zu kennen, um sie dann in deinen Alltag umzusetzen. Natürlich kann die Numerologie noch viel mehr und deine Lebensaufgabe erfährst du, wenn du unterhalb dieses Videos auf den Link klickst und dort den gratis Numerologie-Report anforderst. Ansonsten abonniere bitte den Selbsterkenntniskanal, um gemeinsam mit mir auch die künftigen Zeitcodes zu entschlüsseln. In diesem Sinne, alles Liebe und bis morgen. Ciao, ciao.